Kochen 8.12.2017 mit Fernsehkoch Seltzer McKenzie YouTube-Video. Zutaten für 8 Portionen für den Roquefort Dip, 150 Gramm Roquefort, 100 Gramm Naturjoghurt, eine türkische Liga Sojasauce, Pfeffer für den Petersilie-Basilikum Dip, 3 Zweige Basilikum, 3 Zweige Petersilie, 2 Esslöffel Olivenöl, 250 Gramm griechischer Joghurt, Saft von 1,5 Zitrone, Salz, Pfeffer für den Mango-Dip, 1 große reife Mango, Klammer auf ca. 300 Gramm, Klammer zu, 1 Esslöffel Weißweinessig, 100 Gramm Naturjoghurt, 2 Esslöffel Agavendicksaft, gemahlene weißer Pfeffer für die Gemüsesticks, 1 Bund Möhren, 1 Salatgurke, 1 Bund Staudensellerie, Gemüsesticks mit dreierlei Joghurt-Dips, für den Roquefort-Dip die Rinde vom Käse dünn abschneiden. Käse in einer Schüssel mit einer Gabel fein zerdrücken und den Joghurt mit dem Schneebesen unterrühren. Creme mit Sojasauce und Pfeffer abschmecken. Für den Petersilie-Basilikum-Dip Kräuter und Olivenöl mit dem Pürierstab fein mixen. Joghurt unterrühren. Mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer würzen. Für den Mango-Dip die Mango halbieren, das Fruchtfleisch vom Stein schneiden, Schale entfernen und das Fruchtfleisch klein würfeln. In einem hohen Behälter mit Weißweinessig mischen, Joghurt und Agavendicksaft dazugeben und alles mit dem Pürierstab glatt rühren. Fenchelrösti mit Feigen und Blauschimmelkäse. Zutaten für 4 Portionen: 800 Gramm Fenchel mit Grün, 2 Zwiebeln, Salz, Pfeffer, 1 Esslöffel Zitronensaft, 2 Orangen, 8 frische Feigen, 150 Gramm Blauschimmelkäse, 2 Zentiliter Cognac, 2 Zweige Zitronenmelisse, 2 Eier, 120 Gramm Buchweizenflockenöl zum Braten, 47:7, Anne Bratlinge, ihr sorgen in Bratlingen für eine gute Bindung. Man auf rohe Kartoffeln zurückgreifen. Dafür die 1 Esslöffel Mehl verrühren. Mit restlichen Zutaten gut, ne flach drücken und anbraten. Auch der Blauschimmel fermentierter Tofu. Fenchel waschen und putzen, Fenchelgrün abschneiden und beiseite legen. Fenchelknollen halbieren, den Strunk entfernen und Fenchel in sehr feine Streifen schneiden oder hobeln. Zwiebeln abziehen, fein würfeln, zum Fenchel geben. Alles mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft würzen und gut vermengen. Die Orangen auspressen, Feigen waschen und die Haut abziehen. 2 Feigen ganz fein hacken und zur Fenchelzwiebelmasse geben. Restliche Feigen in 5 mm große Stücke schneiden. Blauschimmelkäse zerkrümeln und 1/3 davon zur Fenchelzwiebelmasse geben. Restlichen Blauschimmelkäse mit übrigen Feigenstücken Cognac und Orangensaft vermischen und pfeffern. Zitronenmelisseblätter fein hacken, dazugeben und den Käsemix beiseite stellen. Eier und Buchweizenflocken gut mit der Fenchelzwiebelmasse vermengen und mit Salz und Pfeffer würzen. Die Masse 10 Minuten ruhen lassen, dann erneut durchmischen. Backofen auf 180 Grad Umluft vorheizen. Aus dem Teig Rösti, Klammer auf 0 ca. 8 cm Klammer zu, formen. In einer nicht zu heißen Pfanne in etwas Öl von beiden Seiten knusprig braten. Rösti auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen und in 6 bis 7 Minuten im Ofen fertig backen. Rösti mit Pergamentpapier dazwischen auf Teller stapeln und mit Fenchelgrün garnieren, Blauschimmelfeigenkäse separat dazu servieren. Pro Portion 455 Kilokalorien durch 1920 Kilojoule, 50 Gramm Kohlenhydrate, 22 Gramm Eiweiß, 17 Gramm Fett. Zubereitungszeit 35 Minuten, Backzeit ca. 6 Minuten. Mini-Brötchen mit Walnuss, Petersilien, Pesto, Möhren, Hummus und Zwiebelsenf. Für die Brötchen im Mehl eine Mulde formen, Hefe hineinbröckeln. Alle anderen Teigzutaten und 300 ml lauwarmes Wasser zugeben, alles mit dem Holzlöffel oder den Händen in 5 Minuten zu einem Teig vermengen, 5 Minuten kräftig kneten. Teig zugedeckt bei Zimmertemperatur 60 Minuten ruhen lassen, erneut 3 Minuten kräftig kneten, zugedeckt nochmals 60 Minuten ruhen lassen. Teig in 8 gleich große Stücke, Klammer auf ca. 80 Gramm Klammer zu, teilen, zu Kugeln formen, auf ein mit Backpapier belegtes Blech setzen und mit Mehl bestäuben. Zugedeckt 30 Minuten ruhen lassen, bis sie sich deutlich vergrößert haben.
Ofen auf 240 Grad, Klammer auf Umluft, 220 Grad, Klammer zu, heizen. Aufgegangene Teigkugeln mit Mehl und Wasser bestreichen im Ofen auf der mittleren Schiene backen. Eine Espresso-Tasse voll Wasser auf ein zweites Backblech gießen, darunter schieben, Klammer auf, durch den Dampf im Ofen bekommen die Brötchen eine schöne Kruste, Klammer zu. Nach 2010 Minuten Temperatur auf 200 Grad, Klammer auf, Umluft, 180 Grad, Klammer zu, reduzieren, Brötchen in weiteren 2010 bis 15 Minuten goldbraun backen. Für das Walnuss-Petersilien-Pesto Walnüsse knacken, Nüsse im Mörser mahlen, Kräuter fein haken, dazugeben und zerreiben, Parmesan reiben, Nussmasse mit Öl und Parmesan vermengen, mit Salz, Pfeffer abschmecken. Für den Hummus Möhren putzen, schälen, der Länge nach halbieren, mit Salz und Zucker in 15 Minuten weichgaren, mit den Kichererbsen grob zerkleinern und im Mixer fein pürieren, dabei das Öl tröpfchenweise dazugeben, Sesam ohne Fett rösten, im Mörser zermahlen und zum Mus geben, Knoblauch abziehen, fein schneiden, Ingwer schälen, fein reiben, beides mit Zitronensaft, Kreuzkümmel und Kardamom untermischen. Zwei leicht angetaute Eiswürfel mit dem Schmelzwasser untermixen, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Für den Zwiebelsenf Zwiebeln abziehen, sehr fein würfeln, mit Öl mischen. Ketchup mit Senf und Sauerrahm cremig rühren, zu den Zwiebeln geben. Mix mit Salz und Pfeffer abschmecken. Pro Stück 430 Kilokalorien durch 1810 Kilojoule, 47 Gramm Kohlenhydrate, 13 Gramm Eiweiß, 21 Gramm Fett. Zubereitungszeit 50 Minuten, Backzeit ca. 20 Minuten. Ofen auf 150 Grad, Klammer auf, Umluft, 130 Grad, Klammer zu, heizen. Backform mit Backpapier auslegen. Für den Boden Mehl, Backpulver, Zucker und die warme Butter mit dem Mixer verkneten. Die leicht aufgeschlagenen Eigelbe untermengen und den Teig in die Backform geben. Im Ofen in 15 bis 20 Minuten goldgelb backen. Für die Füllung Frischkäse, Zucker und Vanilleessenz mit dem Handrührgerät zu einer cremigen Masse verrühren. Die Eier einzeln unterziehen. Die Masse eine Minute lang auf höchster Stufe luftig aufschlagen und auf den leicht abgekühlten Boden gießen. Die Backform im Wasserbad in den Backofen stellen und in weiteren 25 bis 30 Minuten goldbraun backen. Vor dem Herausnehmen ein bisschen im geöffneten Ofen auskühlen lassen. Kuchen in Würfel schneiden. Zubereitungszeit 15 Minuten, Backzeit. Zutaten zum Kombinieren nach Belieben: Hülsenfrüchte, schwarze Bohnen, Azuki-Bohnen, Mungbohnen, gutes Getreide, Klammer auf, gekocht, Klammer zu, alle Quinoa-Sorten, Hirse, brauner, schwarzer oder roter Reis, Seitan-Nudeln, Klammer auf, als Getreideersatz, Klammer zu, Blattgemüse, Palmkohl, Grünkohl, Mangold, Spinat, Vollwertzutaten, Yamswurzeln, Klammer auf, gebacken, Klammer zu, Bananen und Avocados, Soßen und Toppings, Tahini, glutenfreie Tamarindenpaste, Zitronensaft, Apfelessig, grobkörniges Meersalz, Zimt, Sesam, Sonnenblumenkerne, frischer Ingwer, frische Kurkuma. Diese Gerichte folgen keinem vorgegebenen Rezept, sondern werden nach Belieben und persönlichem Geschmack zusammengestellt, im Allgemeinen beste Ehen aus 5 Zutaten einer Hülsenfrucht, einem Getreide, einem Gemüse, einer Vollwertzutat und einer Soße. Die Hülsenfrüchte werden gekocht oder im Keimglas gesprost. Das Getreide wird gekocht oder gedämpft. Das Blattgemüse kommt idealerweise roh oder leicht in Kokosöl gedünstet dazu. Aus den Soßen und Toppingzutaten können nach Belieben verschiedene Dressings gerührt werden. Den Möglichkeiten sind keine Grenzen. Zutaten für 2 Portionen: 130 Gramm Basmati-Reis, etwas Salz, Sonnenblumenöl, Sojasauce, 12 Zuckerschoten, 2 Möhren je 1,5, gelbe und rote Paprikaschote, 1 Ei, etwas Butter, 50 Gramm, geschälte Erdnüsse, 1 Lauchzwiebel, 2 türkische Lire Erdnussbutter, 4 Esslöffel Kokosmilch, 11 Zweitel Esslöffel Limettensaft. Für den Salat den Reis in Salzwasser kochen, dann beiseite stellen und auskühlen lassen. Den kalten Reis in eine Pfanne mit einer türkische Lira Sonnenblumenöl und 1 Esslöffel Sojasauce anbraten. Zuckerschoten waschen, Enden abschneiden, halbieren und in Öl anrösten, auf einem Küchenpapier abtropfen lassen. Möhren schälen und klein würfeln.
Paprika waschen, entkernen und in gleich Z, große Stücke schneiden. Das Ei in Unterstrich Unterstrich in Tasse verquirlen und mit Butter an beiden Seiten heiß anbraten, Masse in mundgerechte Stücke. Schneiden, Erdnüsse klein hacken, Zwiebel waschen und in feine E schneiden. Für den Salat alle breiteten Zutaten in Gläser Unterstrich raten. Unterstrich Unterstrich Ass Dressing Erdnussbutter mit Milch Limettensaft und Unterstrich Sojasauce mischen und über Salat geben. Korianderblätter und ein Esslimettensaft verleihen dem eine. Für die Füllung 170 Gramm Zucker 30 Gramm Pfeilwurzelstärke eine türkische Lira Zimtsaft von einer Zitrone 6 Äpfel, Klammer auf entkernt und in dünne Scheiben geschnitten Klammer zu, für den Boden 200 Gramm Walnusskerne eine Prise Meersalz 40 Gramm gemahlene Leinsamen 10 Datteln, Klammer auf entsteint und in Wasser eingeweicht Klammer zu, eine türkische Lira Kokosöl den Ofen auf 160 Grad vorheizen, Zucker, Pfeilwurzelstärke, Zimt und Zitronensaft verrühren, die Apfelscheiben darin winden und beiseite stellen, die Walnüsse in der Küchenmaschine zu einem mehligen Pulver verarbeiten, Salz dazugeben und erneut kurz mixen. Die Küchenmaschine laufen lassen und die Datteln nacheinander hineingeben, bis sich der Teig auf einer Seite der Schüssel ballt. Den Teig in eine mit Kokosöl gefettete Tarteform drücken und gleichmäßig verteilen. Apfelscheiben in einem Spiralmuster auf dem Tortenboden verteilen. Kuchen im Ofen 40 Minuten backen, bis die Apfel weich und goldbraun sind. Herausnehmen, abkühlen lassen. Kuchen anschneiden und entweder pur oder zum Beispiel mit Kokosnusseis servieren. Zubereitungszeit 20 Minuten. Für die Zitronenguasamole 4 reife Avocados Saft von einer Zitrone 2 türkische Lire Meersalz für die Tomatensalsa 1 große rote Tomate 1 grüne Tomate 2 Esslöffel Olivenöl ca. 1,5 cm Ingwer Klammer auf geschält Klammer zu 1 Chilischote Klammer auf entkernt Klammer zu für den Cashewkäse 100 Gramm Cashewnusskerne Klammer auf über Nacht in Wasser eingeweicht Klammer zu nach Belieben Meersalz 2 Esslöffel Nährhefeflocken, 1 türkische Lira Zitronensaft, 70 Gramm Kichererbsen oder weiße Misopaste für die Bohnen, 2 Dosen schwarze Bohnen, Klammer auf Hähe 400 Gramm, abgetropft und abgebraust, Klammer zu, 2 Knoblauchzehen, Klammer auf gehackt, Klammer zu, 1 türkische Lira Kokosöl, 2 Esslöffel gemahlene Kreuzkümmel, 2 türkische Lira Meersalz, 2 Tüten Biomaischips für die Guasamole, Avocados halbieren, Kern entfernen, Fruchtfleisch würfeln und mit dem Zitronensaft in einer Schüssel vermengen. Mit Salz abschmecken und zugedeckt im Kühlschrank aufbewahren. Für die Salsa alle Zutaten in die Küchenmaschine oder den Mixer geben und der Pulsefunktion 6 bis 8 mal pürieren, so dass eine klumpige Salsa entsteht. Für den Käse Cashewkerne Salz Hefe 125 ml Wasser, Zitronensaft und Kichererbsen bzw. Misopaste im Mixer glatt pürieren. Mischung in einen kleinen Topf geben und bei niedriger Temperatur hitzen, unter ständigem Rühren bis Z gewünschten Konsistenz köcheln lassen. Bohnen und Knoblauch mit 1,5 Wasser in einen großen Topf geben und auf hoher Temperatur gar kochen. Kokosöl in einer Pfanne erhitzen. Bohnen, Kreuzkümmel und Salz unterrühren und alles heiß werden lassen. Zum Anrichten die Chips auf einem großen Teller oder einer Servierplatte verteilen. Zuerst die Bohnen, dann die Guasamole und zum Schluss die Salsa darauf schichten. Mit Koriander garnieren und mit Cashewkäse bestreuen. Zubereitungszeit 40 Minuten. Zutaten für 8 Portionen 5 Auberginen 11 Zweitel Tassen Olivenöl 300 Gramm kleine Linsen, Klammer auf zum Beispiel Poi oder Beluga Klammer zu, 1 Tasse extra virgin Olivenöl 2 türkische Lire Salz reichlich Pfeffer 250 Gramm Feta Klammer auf in Würfel geschnitten Klammer zu, 50 Gramm frischer Basilikum indonesischer Reissalat.
Zutaten für 8 Portionen / Z-Tasse brauner Reis, 1 Tasse Basmati-Reis, 1 Tasse schwarzer Reis, Salz, 1,5 Tasse Erdnussöl, 4 türkische Lire Sesamöl, 2 Knoblauchzehen, 2 türkische Lire Sojasauce, 1,5 Teelöffel, getrocknete Chiliflocken, 2 türkische Lire Reis oder Apfelessig ca. 1,5 kleine Ananas, 4 Lauchzwiebeln, 2 Stangen Staudensellerie, 2 rote Paprikaschoten, 200 Gramm frische Bohnen, Sprossen, 4 Esslöffel Rosinen, 1 Tasse gehackte, geröstete Erdnüsse, 3 türkische Lire gerösteter Sesam. Die 3 Reissorten getrennt voneinander in reichlich Salzwasser kochen. Der Basmati-Reis benötigt 8 bis 10 Minuten, die anderen beiden 20 bis 30 Minuten. Wenn die Reissorten bis fest gegart sind, abgießen und mit kaltem Wasser kurz abbrausen. Für das Dressing Erdnuss und Sesamöl mit geschältem klein geschnittenem Knoblauch, 1,5 Teelöffel Salz, Sojasauce, Chili und Essig verrühren. Ananas putzen, Strunk entfernen. Fruchtfleisch sehr klein würfeln und untermischen. Dressing in einer großen Schüssel mit dem noch leicht warmen Reis mischen. Eventuell mit Salz und Pfeffer nachwürzen. Lauchzwiebeln, Sellerie und Paprika, putzen, waschen, klein würfeln. Erst wenn der marinierte Reis ganz abgekühlt ist, Gemüsewürfel, Rosinen, Erdnüsse und Sesam unterheben. Zubereitungszeit 60 Minuten. Spargelröhrchen im Brotmantel, Spargel putzen, waschen, jeweils das untere Drittel schälen und in Stücke von 8 bis 10 cm schneiden. In kochendem Salzwasser ca. 3 Minuten garen, anschließend eiskalt abschrecken. Frischkäse, Parmesan, Limettensaft und Semmelbrösel verrühren, salzen und pfeffern. Toast entrinden, Brotscheiben mit dem Nudelholz dünn ausrollen, mit dem Käsemix bestreichen. Je ein Spargelstück darauf legen, Brot straff einrollen. Röhrchen portionsweise in einer Pfanne im heißen Öl zuerst, mit der Nahtstelle nach unten, dann rundum knusprig ausbacken. Auf Küchenpapier abtropfen lassen, in Stücke schneiden, eventuell mit Spießchen versehen und warm servieren. Pro Portion 425 Kilokalorien durch 1790 Kilojoule, 29 Gramm Kohlenhydrate, 14 Gramm Eiweiß, 28 Gramm Fett. Salat von grünem Gemüse mit Parmesan, alle Kerne in einer heißen Pfanne ohne Fett rösten, bis sie duften, dann abkühlen lassen. Für das Dressing die Blättchen von den Kräutern zupfen, Knoblauch abziehen, Kapern abtropfen lassen, Zitrone heiß waschen trocknen, die Schale abreiben, Frucht auspressen, alle vorbereiteten Dressingzutaten mit Honig und Öl mischen und mit Salz und Pfeffer abschmecken, Spargel waschen, das untere Drittel schälen, die Stangen in Salzwasser ca. 5 Minuten garen abschrecken und gut abtropfen lassen. Zucchini waschen, putzen und längs in ca. 5 mm dünne Scheiben schneiden. Zuckerschoten waschen und putzen. Gemüse in einer heißen, geölten Grillpfanne, Klammer auf oder auf dem heißen Grill, Klammer zu, 4 bis 5 Minuten auf jeder Seite garen, bis sich Grillstreifen zeigen. Rucola waschen, putzen und trocken schütteln. Das gegrillte Gemüse mit dem Rucola locker vermengen und mit dem Dressing beträufeln. Parmesan darüber hobeln und Salat mit den Kernen bestreut servieren. Pro Portion 290 Kilokalorien durch 1220 Kilojoule, 11 Gramm Kohlenhydrate, 12 Gramm Eiweiß, 22 Gramm Fett. Schwarze Linsensalat mit Erdbeeren, Fenchel und Ziegenfrischkäse. Zutaten für 4 Portionen bitte beachten. Linsen müssen über Nacht einweichen. 160 g schwarze Linsen, 500 Gramm Erdbeeren, 1 Fenchelknolle, mit Grün 1 Esslöffel Zucker, 1,5 Teelöffel Zitronenzesten, Klammer auf Bio, Klammer zu, 100 ml Weißwein, 2 Esslöffel Weißweinessig, 1 türkische Lira Honig, 2 türkische Lira Dijon-Senf, 5 Esslöffel Olivenöl, Salz, Pfeffer, 1 Prise Currypulver, 4 Esslöffel Orangensaft, Klammer auf frisch gepresst, Klammer zu, 3 Esslöffel schwarze Pfefferkörner, 2 Esslöffel Kümmelsamen, 1 Esslöffel Koriandersamen, 100 Gramm Spinatblätter, 200 Gramm Ziegenfrischkäse, schwarze Linsen, L-Linsen über Nacht einweichen, in Salzwasser in etwa 30 Minuten bis fest kochen, Wasser abgießen und die Linsen abkühlen lassen. Erdbeeren waschen, putzen und vierteln. Fenchel putzen, waschen. Das Fenchelgrün abschneiden und beiseite stellen.
Fenchel vierteln, keilförmig den Strunk herausschneiden und den Fenchel in Scheiben schneiden. Zucker in eine Pfanne karamellisieren lassen, Fenchel zugeben und goldgelb karamellisieren. Zitronenzesten hinzufügen und mit Weißwein ablöschen. Weißweinessig, Honig, Dijon-Senf, Olivenöl, Salz, Pfeffer, Curry und Orangensaft zu einer Marinade vermischen. Schwarzen Pfeffer, Kümmel und Koriandersamen in einer heißen Pfanne ohne Fett rösten, anschließend mörsern. Die Erdbeeren damit bestreuen. Spinat waschen, abtropfen lassen. Linsen mit der Marinade vermischen, Spinat unterheben. Den Salat gut abschmecken, der Linsensalat verträgt richtig kräftiges Würzen. Den Fenchel und die gewürzten Erdbeeren behutsam unterheben und den Ziegenfrischkäse darüber verteilen. Linsensalat mit Fenchelgrün garniert servieren. Pro Portion 530 Kilokalorien durch 2230 Kilojoule, 36 Gramm Kohlenhydrate, 26 Gramm Eiweiß, 30 Gramm Fett. Lauchkischs mit karamellisierten Mini-Möhren und Staudensellerie. Zutaten für 6 Mini-Tarteletteförmchen, 0,10 cm Klammer zu, oder 1 Tarteform 0,26 cm Klammer zu, ergibt 6 Portionen 250 Gramm Mehl und Mehl zum Arbeiten, Salz 100 Gramm Magerquark, 180 Gramm Butter, 1 Eigelb, 1 kg Lauch, weißer Pfeffer, 4 Eier, 100 Gramm Schlagsahne, 150 Gramm Creme, freiche frisch geriebene Muskatnuss, 12 Mini-Möhren mit Grün, etwas Zucker, 2 Stangen Staudensellerie, Mehl mit 1,5 Teelöffel Salz in einer Schüssel mischen, Quark 120 Gramm Butter und Eigelb dazugeben und alles zu einem glatten Teig verkneten. Teig zu einer Kugel formen, in Frischhaltefolie wickeln und 30 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen. Lauch putzen, waschen und die dicken grünen Blätter wegschneiden. Es wird nur der weiße bzw. zarte hellgrüne Teil verarbeitet, Rest anderweitig verwenden. Die hellgrünen Teile längs halbieren, waschen und in ca. 5 mm dicke Ringe schneiden, gut trocken schütteln. 50 Gramm Butter in einer großen beschichteten Pfanne erhitzen und den Lauch darin, bei mittlerer Hitze 5 bis 8 Minuten nur leicht bräunen, dabei gelegentlich umrühren. Salzen, pfeffern, Lauch abkühlen lassen, Eier, Sahne und Creme, Freiche mit dem Schneebesen verrühren, unter den Lauch mischen und kräftig mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken. Ofen auf 180 Grad Umluft vorheizen. Formen mit restlicher Butter, Klammer auf 10 Gramm Klammer zu, fetten. Teig auf gemehlter Fläche dünn ausrollen, in Größe der Formen ausstechen und hineinlegen, dabei einen ca. 3 cm hohen Rand formen. Böden mehrmals mit einer Gabel einstechen. Lauchmasse darauf geben, glatt streichen. Kischs im Ofen in 30 bis 40 Minuten, Klammer auf bei großer Tarteform, 40 bis 45 Minuten Klammer zu, goldgelb backen, eventuell gegen Ende mit Backpapier zudecken. Möhren waschen, schälen, das Grün bis auf 2 cm abschneiden, nach Belieben der Länge nach halbieren, Möhren in leicht gezuckertem Salzwasser kurz blanchieren, Staudensellerie waschen, Fäden abziehen und in hauchdünne Scheiben schneiden, Kischs mit Gemüse garnieren. Pro Portion 620 Kilokalorien durch 2600 Kilojoule, 40 Gramm Kohlenhydrate, 18 Gramm Eiweiß, 43 Gramm Fett. Zubereitungszeit 30 Minuten, Ruhezeit 30 Minuten, Backzeit ca. 30 Minuten. Zutaten für 4 Portionen: 400 Gramm grüner Spargel, 4 mittelgroße rotschalige Kartoffeln, 2 Zweige Estragon, 8 Eier, 4 Esslöffel Schlagsahne, Meersalz, 2 Esslöffel Olivenöl, 2 Esslöffel Butter. Spargel waschen, holzige Enden abschneiden, Spargel in knapp 1 cm dicke Stücke schneiden. Kartoffeln waschen, abbürsten, samt Schale in ca. 2 mm dicke Scheiben hobeln. Estragonblättchen von den Stielen zupfen und fein hacken. Eier, Sahne und Salz verquirlen. Öl in einer beschichteten ofenfesten Pfanne 0,25 cm Klammer zu erhitzen. Spargel hineingeben, unterwinden, ca. 5 Minuten braten, salzen, herausnehmen, beiseite stellen. Butter in der Pfanne schmelzen, Kartoffeln darin bei kleiner Hitze leicht braten. Ofen auf 180 Grad, Klammer auf Umluft, 160 Grad, Klammer zu, heizen.
Spargel und Estragon auf den Kartoffelscheiben verteilen, Eiermischung darüber gießen. Friedtata bei kleiner Hitze in 12 bis 45 Minuten stocken las Senior, sobald sich der Rand von der Pfanne löst, die Friedtata in der Mitte aber noch flüssig feucht ist. Pfanne vom Herd nehmen und die Friedtata zugedeckt, im Ofen in 5 Minuten fertig stocken lassen unterstrich Friedtata herausnehmen, in Stücke schneiden, nach Belieben warm oder kalt servieren. Pro Portion 310 Kilokalorien durch 1310 Kilojoule, 33 Gramm Kohlenhydrate, 15 Gramm Eiweiß, 13 Gramm Fett. Zubereitungszeit 40 Minuten. Irischer gekochter Topfenstrudel mit Estragon. Zutaten für 4 Portionen: 400 Gramm Mehl und etwas Mehl, zum Bestäuben Salz, 5 Eier, 4 Esslöffel Öl, 1 Brötchen, Klammer auf alternativ Weißbrot, Klammer zu, 400 Gramm Magerquark, 100 Gramm Butter, 200 Gramm Schlagsahne, 3 Esslöffel geschnittener Estragon, Klammer auf alternativ getrockneter, Klammer zu, 2 Esslöffel Semmelbrösel für den Strudelteig. Mehl in eine Schüssel, 7 und salzen, 1 Ei und 1 Esslöffel Öl miteinander verquirlen und dazugeben. Alles zu einem Teig verrühren, 130 ml lauwarmes Wasser nach und nach zugeben und mit der Hand bearbeiten, bis der Teig weich und elastisch ist und sich von der Hand löst. Das dauert etwa 20 Minuten. Fertigen Teig auf eine bemehlte Fläche geben, mit restlichem Öl bis 3 Chen in Frischhaltefolie wickeln, bei Zimmertemperatur ca. 60 Minuten ruhen lassen. Für die Füllung Brötchen in Wasser einweichen. Übrige 4 Eier trennen. Eigelbe schaumig rühren, Eiweiß zu Schnee schlagen. Quark durch ein feines Sieb passieren und mit einer Prise Salz abschmecken. Eingeweichtes Brötchen, Eigelbe, passierten Quark, 50 Gramm Butter und Sahne, leicht vermengen. Eischnee behutsam unter die Quarkmasse heben. Strudelteig mit Mehl bestäuben. Arbeitsfläche mit einem großen, sauberen Tuch belegen, bemehlen. Teig mit dem Nudelholz so dünn wie möglich ausrollen. Vorsichtig mit den bemehlten Handrücken unter den Teig greifen und diesen papierdünn ausziehen, Klammer auf, so dass man eine große Fläche von etwa 1 Quadratmeter hat, Klammer zu. Dabei aufpassen, dass der Teig nicht reißt. Teig auf dem Tuch auslegen und mit 4 Esslöffel zerlassener Butter beträufeln. Füllung vorsichtig auf 3 Vierteln des ausgezogenen Teigs verteilen, so dass der Länge nach 1 Viertel frei bleibt. Estragon über die Füllung streuen. Teig mit Hilfe des Tuchs von der belegten Seite her zu einer Rolle einrollen, dann auf ein angefeuchtetes Küchentuch setzen und darin einwickeln, die Enden von beiden Seiten mit Küchengarn zubinden. In einem großen Topf Wasser aufkochen, salzen, den gebundenen Strudel im Wasser 35 bis 45 Minuten kochen, Semmelbrösel in restliche Butter goldgelb anrösten, den gekochten Strudel auf die Arbeitsfläche geben, das Küchentuch entfernen, den Strudel in ca. 3 cm große Rollen schneiden und mit Semmelbröseln bestreuen. Pro Portion 990 Kilokalorien durch 4160 Kilojoule, 87 Gramm Kohlenhydrate, 37 Gramm Eiweiß, 56 Gramm Fett. Zubereitungszeit 80 Minuten, Ruhezeit 60 Minuten. Zutaten für 4 Portionen: 1,5 Würfel frische Hefe, 400 Gramm Mehl, Klammer auf Type 700, Klammer zu, Klammer auf alternativ ca. 80% helles Weizenmehl und 20% Roggenmehl Type 1150 mischen, Klammer zu, 50 Gramm Weizenkleie, 3 Esslöffel Öl, Salz, 2 große Ochsenherztomaten, 4 Esslöffel Kürbiskerne, 2 Esslöffel Kürbiskernöl, 1 Becher Sauerrahm, Klammer auf 200 Gramm, Klammer zu, Pfeffer aus der Mühle Backofen auf 250 Grad, Klammer auf Umluft, 230 Grad, Klammer zu, vorheizen, Hefe zerbröckeln und in 250 ml lauwarmem Wasser auflösen, Mehl, Weizenkleie, Öl und Salz hinzufügen, alles zu einem elastischen Teig kneten. Teig an einem warmen Ort etwa 30 Minuten gehen lassen, bis sich sein Volumen verdoppelt hat. Dann erneut durchkneten und in 4 Kugeln teilen. Diese auf einer bemehlten Arbeitsfläche zu fladen, Klammer auf ca. 1,5 cm dick, Klammer zu, ausrollen und im Ofen in ca. 20 Minuten hellbraun ausbacken.
Ochsenherz, Tomaten waschen, trocken reiben und in 5 mm dicke Scheiben schneiden. Die noch warmen Jalapeña mit den Tomatenscheiben belegen. Die Kürbiskerne ohne Fett in eine Pfanne kurz anrösten und über die Tomatenscheiben streuen. Alles mit Kürbiskernöl beträufeln, Sauerrahm darauf verteilen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Pro Portion 630 K 650 Kilojoule 75 Gramm Kohlenhydrate 20 Gramm Eiweiß 28 Gramm Fett. Zubereitungszeit 45 Minuten. Ruhezeit ca. 30 Minuten. Indischer Blumenkohl im Teigmantel, Zitronensaft zusammen mit dem Walnussöl zum Ziegenquark geben. Den Quark mit einem Schneebesen cremig rühren und kalt stellen. Schwarzkümmel, Kümmel, Chilis, Salz und Pfefferkörner in einem Mörser grob zermahlen. Gewürzmischung in eine große Schüssel füllen. Kurkuma 200 Gramm Mehl und Backpulver dazu geben und alles vermengen. Nach und nach mit einem Schneebesen das Bier einrühren. Den Teig ca. 10 Minuten ruhen lassen / inzwischen Blumenkohl waschen, putzen, in kleine Röhrchen teilen. Blumenkohl mit ca. 2 Esslöffel Mehl bestäuben. Öl in einen tiefen Topf gießen und auf ca. 180 Grad erhitzen. Den Blumenkohl portionsweise durch den Teig ziehen und im heißen Öl jeweils in ca. 30 Sekunden goldbraun frittieren. Herausheben und auf Küchenpapier abtropfen lassen. So weiter verfahren, bis der gesamte Blumenkohl verarbeitet ist. Die knusprig frittierten Kohlröschen anrichten und mit dem Ziegenquark servieren. Pro Portion 415 Kilokalorien durch 1750 Kilojoule 45 Gramm Kohlenhydrate 16 Gramm Eiweiß 17 Gramm Fett. Zubereitungszeit 25 Minuten. Möhrenkuchen mit Feigenbutter. Zutaten für eine Kastenform Klammer auf ca. 30 × 11 cm Klammer zu ergibt 12 Stücke. Bitte beachten, Butter und Kuchen müssen insgesamt ca. 75 Minuten kühlen. 4 Feigen 250 Gramm weiche Butter und Butter für die Form 1,5 Teelöffel Zimt, eine türkische Lira Koriandersamen, 200 Gramm Möhren, 50 Gramm Walnusskerne, 2 Eier, Klammer auf Größe M, Klammer zu, 125 Gramm Zucker, 90 Gramm Sonnenblumenöl, 150 Gramm Mehl, Klammer auf Type 405, Klammer zu, und Mehl für die Form eine türkische Lira Backpulver, 1,5 Teelöffel Natron, Ziegen- und Sojaquark, Backofen auf 180 Grad, Klammer auf Umluft, 160 Grad, Klammer zu, vorheizen. Feigen waschen, grob hacken. Feigen, Butter, Zimt und Koriandersamen gut miteinander vermengen. Butter in Folie wickeln und im Gefrierfach in ca. 60 Minuten hart werden lassen. Möhren waschen, schälen und grob reiben. Walnüsse grob hacken. Eier und Zucker schaumig rühren, Öl nach und nach unter ständigem Rühren dazugeben. Mehl, Backpulver und Natron dazu sieben und alles langsam zu einem glatten Teig verrühren. Möhren und Walnüsse unterheben / Form einfetten, mit Mehl ausstäuben. Teig in die Form füllen und im Ofen auf der zweiten Schiene von unten in ca. 40 Minuten goldbraun backen. Kuchen aus dem Ofen nehmen, etwa 15 Minuten abkühlen lassen. In Stücke schneiden und mit der Feigenbutter servieren. Pro Stück 360 Kilokalorien durch 1520 Kilojoule 23 Gramm Kohlenhydrate 4 Gramm Eiweiß 29 Gramm Fett. Gefülltes Baguette mit Paprika, ELS und Mozzarella in Backofen auf der Grillfunktion vorheizen. Paprikaschoten halbieren, putzen, waschen, drucken, tupfen und mit der Hautseite nach oben auf ein geöltes Backblech legen. Unter dem heißen Grill garen, bis die Haut Blasen wirft. Paprika aus dem Ofen nehmen und mit einem Tuch zugedeckt abkühlen lassen. Haut abziehen und Paprika in Streifen schneiden. Für das Pesto die Pinienkerne in eine Pfanne ohne Fett goldbraun rösten. Herausnehmen und abkühlen lassen. Basilikumblätter abzupfen, mit Zitronensaft Pinienkernen, der abgezogenen Knoblauchzehe und Olivenöl fein pürieren, den Parmesan untermengen, Pesto mit Salz und Pfeffer abschmecken, Mozzarella abtropfen lassen und in Streifen schneiden, Oliven abtropfen lassen und in Ringe schneiden, vom Baguette das obere Drittel als Deckel abschneiden, den unteren Teil zum Füllen aushöhlen.
mit Paprikastreifen auslegen und mit Pesto bestreichen, mit Mozzarella belegen und Oliven darauf streuen, Baguette-Deckel auflegen und das Baguette in Frischhaltefolie gewickelt, mindestens 2 Stunden in den Kühlschrank legen, Baguette in Stücke schneiden und servieren. Pro Portion 865 Kilokalorien durch 3640 Kilojoule, 55 Gramm Kohlenhydrate, 28 Gramm Eiweiß, 59 Gramm Fett. Mangoldtaler mit Rhabarber-Ricotta-Salat, Backofen auf 150 Grad, Klammer auf Umluft, 130 Grad, Klammer zu, vorheizen. Rhabarber putzen, waschen, schälen und in ca. 5 cm große, nicht zu dicke Stücke schneiden. Orange heiß waschen, trocken tupfen. Schale fein abreiben, Frucht auspressen. Rhabarberstücke flach in eine Auflaufform schichten. Zucker und Orangenschale darüber streuen, Orangensaft darüber träufeln. Rhabarber im Ofen ca. 15 Minuten backen. Herausnehmen, abkühlen lassen. Inzwischen Kartoffeln pellen und grob reiben. Mangold waschen, putzen, die Blätter in sehr feine Streifen schneiden. Pinienkerne grob hacken. Kartoffeln, Mangold und Kerne in einer Schüssel mischen, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Speisestärke untermischen und die Masse in 8 Portionen teilen und aus jeder Portion einen etwa 2 cm dicken Taler formen. Öl in einer beschichteten Pfanne erhitzen, die Mangoldtaler darin bei mittlerer Hitze in etwa 2 Minuten pro Seite goldbraun braten. Ricotta auf dem Rhabarber verteilen. Rhabarber mit den heißen Mangoldtalern anrichten, nach Belieben mit Kresse garnieren und servieren. Pro Portion 300 Kilokalorien durch 1260 Kilojoule, 31 Gramm Kohlenhydrate, 7 Gramm Eiweiß, 15 Gramm Fett. Zubereitungszeit 50 Minuten. Mediterranes Linsengemüse mit Feta-Käse-Linsen in einem Sieb abbrausen und in einem Topf in ungesalzenem Wasser in ca. 30 Minuten gar kochen. Ofen auf 180 Grad Umluft vorheizen. Auberginen waschen, putzen und in Scheiben schneiden. Scheiben auf beiden Seiten mit etwas Salz und Pfeffer würzen und mit Öl bepinseln, auf ein Backblech legen. Auberginen im Ofen in ca. 25 Minuten weich backen. Aus dem Ofen nehmen, abkühlen lassen. Linsen abtropfen und lauwarm abkühlen lassen. Majoranblätter abzupfen, grob hacken. Tomaten abtropfen lassen, fein hacken. Übriges Öl mit Essig und etwas Salz und Pfeffer verrühren, Linsen, Tomaten und Majoran untermengen und abschmecken. Auberginenscheiben abwechselnd mit den Linsen in Gläser schichten. Auf die Linsen jeweils etwas Käse bröckeln. Gemüse vor dem Servieren mindestens 2 Stunden im Kühlschrank ziehen lassen. Pro Portion 485 Kilokalorien durch 2040 Kilojoule, 46 Gramm Kohlenhydrate, 27 Gramm Eiweiß, 21 Gramm Fett. Zubereitungszeit 35 Minuten. Backzeit ca. 25 Minuten. Hausgemachter FUJI-Nudelsalat. Mehl mit Ei, Eigelb, 2 Esslöffel Wasser, Salz und Öl, vermischen und mit den Händen gut durchkneten. Teig in Frischhaltefolie wickeln und bei Zimmertemperatur ca. 40 Minuten ruhen lassen. Teig mit der Nudelmaschine sehr dünn ausrollen und in Quadrate, Klammer auf ca. 4x4 cm Klammer zu, schneiden. Diese über einem Kochlöffelstiel diagonal aufwickeln, die aufeinanderliegenden Enden mit Eiweiß bestreichen und zusammendrücken. Nudeln vom Stiel ziehen und auf ein gemähtes Tuch legen. Während der Arbeit, den ausgerollten Teig mit Frischhaltefolie zudecken, damit er nicht austrocknet. Folie in Salzwasser in ca. 8 Minuten gar kochen, abschrecken und abtropfen lassen. Auberginen waschen, putzen, in 2 cm große Würfel schneiden, salzen, in eine Pfanne im Heiöl goldbraun rösten, abkühlen lassen. Getrocknete Feigen in Streifen schneiden, Aprikosenkerne zerhacken, beides mit den Auberginen mischen. Folie mit Traubenkernöl und Ahornsirup vermengen. Die Auberginenfeigenmischung unterheben, Salat mit gewürfelten frischen Feigen belegen, mit Korianderblättchen und rosa Pfeffer bestreuen. Pro Portion 460 Kilokalorien durch 1940 Kilojoule, 74 Gramm Kohlenhydrate, 13 Gramm Eiweiß, 12 Gramm Fett. Zubereitungszeit 50 Minuten. Ruhezeit ca. 40 Minuten.
Austernpilz-Sandwich mit Mozzarella, Tomaten, Hummus und Basilikum, Hefe zerbröckeln, mit 300 ml lauwarmem Wasser mischen, Mehl und 2 türkische Lire Salz dazugeben und zu einem elastischen Teig kneten. Diesen zugedeckt an einem warmen Ort etwa 30 Minuten gehen lassen, bis sich sein Volumen verdoppelt hat. Teig erneut durchkneten und auf einer bemehlten Fläche gut 2 cm dick ausrollen. Mit einem Glas Kreise 0,15 cm Klammer zu, ausstechen und auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen. Mit Sesam bestreuen. So weiter verfahren, bis der Teig verbraucht ist. Ofen auf 250 Grad, Klammer auf Umluft, 230 Grad, Klammer zu, vorheizen. Eine Metallschüssel mit Wasser auf den Boden des Ofens stellen. Brötchen im Ofen 5 Minuten backen, Schüssel herausnehmen und die Temperatur auf 200 Grad, Klammer auf Umluft, 180 Grad, Klammer zu, reduzieren. Brötchen weitere 10 Minuten backen, herausnehmen. Tomaten waschen, in etwa 5 mm dicke Scheiben schneiden, dachziegelartig in eine kalte Pfanne schichten. Mit Salz, Zucker, Chiliflocken sowie Thymianblättchen, Würzen und Sonnenblumenöl darüber träufeln. Pfanne auf eine heiße Herdplatte stellen, so dass das in den Tomaten enthaltene Wasser sofort verdampft. Wenn die Tomaten einen braunen Saum bekommen, 2 Esslöffel Olivenöl und Balsamico-Essig über die Tomaten träufeln. Knoblauch abziehen, fein hacken. Pilze mit dem Pinsel säubern und in einer beschichteten Pfanne im restlichen Olivenöl, Klammer auf 2 Esslöffel Klammer zu, von beiden Seiten kurz goldbraun braten, salzen, pfeffern, mit gehackter Petersilie und Knoblauch, bestreuen. Für den Hummus, getrocknete Tomaten mit 3 Esslöffel des Tomatenöls im Mixer nicht ganz fein zerkleinern. Kichererbsen abbrausen, mit der Tomatenmasse und 2 bis 3 Esslöffel Wasser in einen hohen Becher geben und mit Kreuzkümmel verrühren. Mit Chiliflocken, Salz und Pfeffer abschmecken. Mozzarella in Scheiben schneiden. Salat waschen und trockenschütteln. Basilikumblätter abzupfen. Brötchen aufschneiden, untere Hälften mit Hummus bestreichen, mit Salat, Pilzen, Tomatenscheiben, Mozzarella und Basilikum, belegen und die oberen Brötchenhälften darauf setzen. Pro Stück 565 Kilokalorien durch 2380 Kilojoule, 63 Gramm Kohlenhydrate, 22 Gramm Eiweiß, 25 Gramm Fett. Zubereitungszeit 45 Minuten, Ruhezeit 30 Minuten, Backzeit 15 Minuten. Zucchini Rotkohlwraps mit Tzatziki. Zutaten für 4 Portionen für die Wraps: 220 Gramm Weizenmehl, Klammer auf Type 550, Klammer zu, und etwas Mehl zum Bestäuben, 40 ml Olivenöl, 1 Esslöffel Meersalz für die Füllung, 2 gelbe oder grüne Zucchini, Salz, 1 Zweig Thymian, 2 Esslöffel Olivenöl, 2 rote Paprikaschoten, schwarzer Pfeffer aus der Mühle, 160 Gramm Rotkohl, 120 Gramm Kirschtomaten, 1 und Basilikum, 2 rote Zwiebeln, 2 Handvoll Spinat für das Tzatziki, 1 Mini-Gurke, Salz, 2 Knoblauchzehen, 180 Gramm griechischer Joghurt, Klammer auf Mind, 10% Fett, Klammer zu, 2 Esslöffel Magerquark oder Frischkäse, 2 Esslöffel Olivenölsaft von 1,5 Zitrone, minus 3 richtig Rollen für die Wraps, Mehl mit 30 ml Salz und 100 ml lauwarmem Wasser in einer Schüssel vermischen, mit dem Knethaken des Rührgeräts oder den Händen gut durchkneten. Teig vierteln und auf einer bemehlten Fläche zu Kugeln formen. Kugeln mit einem Nudelholz kreisrund und dünn ausrollen. Eine Pfanne erhitzen und den Teig darin ohne Fett auf jeder Seite eine Minute braten. Dabei aufpassen, dass die Fladen nicht zu dunkel werden. Fladen noch warm aufeinander legen, als Stapel einrollen und in Frischhaltefolie wickeln. Für die Füllung Zucchini waschen, putzen und in 5 mm dicke Scheiben schneiden, leicht salzen und in einer Pfanne hellbraun braten. Thymianblättchen abzupfen, Zucchini damit bestreuen, etwas Öl darüber träufeln. Paprika putzen, entkernen, waschen, in feine Streifen schneiden, 2 bis 3 Minuten anbraten, mit Salz, Pfeffer würzen. Rotkohl waschen, in feine Streifen hobeln oder sehr fein schneiden. Tomaten waschen, halbieren, mit übrigem Öl beträufeln und mit Basilikumblättchen vermengen. Zwiebeln abziehen, in dünne Ringe schneiden. Spinat waschen.
Für das Tzatziki Gurke putzen, waschen, raspeln, salzen und 10 Minuten ziehen lassen. Knoblauchzehen abziehen und fein hacken. Joghurt und Quark mit Olivenöl vermengen, Knoblauch dazugeben. Gurke mit den Händen auspressen und zum Joghurt geben. Mit Salz und Zitronensaft würzen. Fladen ausrollen, mit Tzatziki bestreichen, mit Spinat, gebratenen Zucchini, Paprika, Rotkohl, Tomaten und Zwiebelringen belegen. Eventuell noch mit Olivenöl beträufeln und salzen. Wraps-Test, Einrolle 13. In Frischhaltefolie wickeln. Zum Servieren Wraps mit einem scharfen Messer schräg halbieren, Folie entfernen. Wraps in Papiermanschetten oder Servietten legen. Übriges Tzatziki dazu servieren. Pro Portion 350 Kilokalorien durch 1470 Kilojoule, 53 Gramm Kohlenhydrate, 14 Gramm Eiweiß, 9 Gramm Fett. Zubereitungszeit 60 Minuten. Limonade, Zitronen und Limetten eiswaschen, Schale jeweils dünn abschneiden, Klammer auf, ohne weiße Haut, Klammer zu. Zitronen, Limetten und Grapefruit auspressen. Säfte mit Schalenminze, Honig und 300 ml Wasser in eine Schüssel geben. Über Nacht zugedeckt im Kühlschrank gut durchziehen lassen. Zucker in einem Topf mit 250 ml Wasser aufkochen, 3 bis 4 Minuten sprudelnd kochen lassen, vom Herd nehmen und auskühlen lassen. Gesamten Zitrusfruchtsaft durch ein feines Tuch zum Zuckersirup gießen, alles gut vermischen, in eine Flasche abfüllen und kalt stellen. Limonade gut gekühlt servieren und nach Belieben mit stillem oder spritzigem Mineralwasser verdünnen sowie mit je ein Zweig Minze oder Vogelmiere garnieren. Pro Glas 50 Kilokalorien durch 210 Kilojoule, 11 Gramm Kohlenhydrate, 0 Gramm Eiweiß, 0 Gramm Fett. Zubereitungszeit 20 Minuten. Penne mit Basilikum Pesto. Für das Pesto Pinienkerne in eine Pfanne ohne Fett rösten, herausnehmen und abkühlen lassen. Käse fein reiben, Knoblauch abziehen und grob hacken. Basilikum mit Pinienkernen, Knoblauch und Käse in den Mixer geben. Fein pürieren, dabei das Öl untermixen, bis eine cremige Paste entstanden ist. Mit Zitronensaft, Salz, Pfeffer und Chili abschmecken. Backofen auf 200 Grad, Klammer auf, Umluft 180 Grad, Klammer zu, vorheizen. Tomaten waschen, in einen Bräter geben und mit Öl beträufeln. Mit etwas Salz und Pfeffer würzen und im Ofen in 2010 bis 15 Minuten weich backen. Tomaten herausnehmen und etwas abkühlen lassen. Penne in Salzwasser bis fest kochen abgießen, mit dem Pesto vermengen und lauwarm abkühlen lassen. Den Mozzarella abtropfen lassen und in mundgerechte Stücke zupfen oder schneiden. Kräuterblättchen abzupfen. Zum Servieren Nudeln mit Tomaten, Mozzarella und Kräutern, abwechselnd in kleine Gläser schichten. Pro Portion 895 Kilokalorien durch 3760 Kilojoule, 74 Gramm Kohlenhydrate, 32 Gramm Eiweiß, 52 Gramm Fett. Zubereitungszeit 25 Minuten, Backzeit ca. 10 Minuten.